Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mist Survival. Ja, so. Das ist schon Viertel nach fünf. Gut, wir wollten noch einen Medizinschrank bauen. Da brauchen wir ein paar davon. Wir brauchen ein paar davon. Und wir brauchen ein paar Bretter, von denen ich nicht glaube, dass wir sie noch haben. Da haben wir eins. Bräuchten wir noch einen Baum. Wir müssen unbedingt Holz besorgen gehen. Aber den Schrank können wir ja schon mal stellen. Wir stellen den schon mal hin. Also, ich brauche einen Hammer. Einen Hammer, bitte. So, dann fehlt dann nachher nur ein Brett. So, jetzt haben wir sowieso Viertel vor sechs. Das heißt, was sagt unser Inventar? Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, wohin mit dem Karaffel. Ich weiß einfach nicht, wohin. Da sind Klamotten. Da sind Stoffteile und Leder. Da sind so... ja, Klebeband und Batterien und die Lashings. Da ist alles, was irgendwie mit Garten zu tun hat. Das können wir vielleicht mal irgendwann rauspacken. Ich glaube, ich mache mal die ganzen Spritzen und Medizingeraffel machen wir mal da rein. Das ist Tierdung. Das ist Schießpulver. Das ist auch ein bisschen besonders. Das nehmen wir mal da raus. Warte mal. Den Tierdung machen wir mal hier rein. War das hier die besondere Kiste? Mit Tools und so einem Geraffel. Da würde ich mal hier die Seeker Claw mit reinschmeißen. Das kommt nochmal da rein. Da sind die Waffen. Das ist Munition. Da ist auch noch Werkzeug drin. Ich glaube, die Waffen sind aber auch schon... ne, sind nicht voll. Das ist gut. Warte mal, dann nehmen wir das mal raus. Und... machen die Waffen mal hier mit bei. Da haben wir noch so ein Ding. Versucht halt mal gerade hier irgendwie ein bisschen zu sortieren. So, dann haben wir oben die ganzen Klingenwaffen, den Basie, dann kommen die Pistolen und dann kommen die Schrotflinten und dann kommen die Schnellfeuergewehre. Dann ist das zumindest mal ein bisschen sortiert. So... Werkzeug. Ne, hier war Werkzeug, ne? Da kann die Säge rein. Da kann der Hammer rein. So. Da sind die Spritzen. Das hier, ich weiß gar nicht, ist das, gehört das zu Werkzeug dazu? Ich mache die Scheren mal mit zum Werkzeug. Ich weiß gerade nicht, wo ich die sonst hinpacken soll. Waffen, Munition, ach Gott, da ist auch noch eine Spritze, was ist denn das da, Full Restore, das ist doch auch, das ist ja Medizin, ne? Da haben wir auch noch Leder. Could be used as crafting material if dried. Ja. Die Spritze mal hier rein. Das Leder mal noch da dazu. Das deckt wenigstens.
Medizin kommt ja dann darüber. Da brauchen wir aber noch ein Brett für. Naja, gut. Ich würde sagen, wir gehen erstmal schlafen. Heißt, wir hauen uns jetzt hier das Ding hinter die Kiemen. So. Und dann trinken wir noch was. Und dann, warte mal, hatte ich nicht irgendwo. Da sind doch Batterien. Split half. So, Gears, Taschenlampe. Ach, brauchst du zwei Batterien für? Er braucht 3 Minuten, um die Batterien der Taschenlampe zu wechseln. So, das geht. Das heißt, wir können den hier ausmachen. Dann machen wir gerade Taschenlampe an. So. Und dann schlafen wir erstmal. 11 Stunden. So. Schauen wir mal kurz hier nach unserem Rack. Nehmen wir mal 4 Stück raus von denen. Generator wieder einschalten. So. Gut. Da sieht man zumindest mal was. Was essen müssen wir? Wir müssen etwas essen. Ein bisschen was trinken. Dann füllen wir die Wasserflasche nochmal auf. So. Und dann ist es auch so langsam hell draußen. Wie sieht es denn aus, wenn ich das Licht ausmache? Alles klar. Ja, ich mache jetzt mal die Kippen hier rein und das Ding auch. Eine Wasserflasche können wir hier lassen, auf jeden Fall. Das schmeißen wir mal hier runter. Was war denn hier noch zum Bauen? Ach so, das ist der Schrank. Der ist leer. Also beide Koffer sind leer. Gut. Guck mal, dass wir das Auto leer kriegen. Der ist voll. Der ist fast voll. Kriegen wir noch eine Flasche irgendwo rein? So. Das noch da rein. Autobatterien. Die Komponenten kommen hier hin. Stoffgedönse. War das hier? Jetzt haben wir natürlich ein Leder übrig. Das passt da nicht mehr rein. Ey, ich. Ich werde bekloppt. Ehrlich. Wie kann ich denn Leder herstellen?
Dried Animal Hide. Die ist roh. Wo war das jetzt? Hä? Ach da. Das hat er mir 8 Stück davon gemacht. Pass auf, die stecken nicht so weit. Doch! Oh Gott sei Dank, ey. Ja, unglaublich. So, Feuerzeug, Benzin, das Nähset da rein. Da ist noch eine Waffe, noch ein Benzinkanister. Puh. Der ist auch voll. So. Die Zigaretten, wo hatte ich die hingeschmissen? Da. Da sind auch die Bandagen drin. Okay. Schauen wir mal, was wir sonst noch im Auto haben. Dass wir die Karre irgendwann leer kriegen. Der ist leer. Die Koffer waren leer. Ich habe keine Ahnung. Ey, wir werden Milliarden Schränke brauchen. Leute, wir werden Milliarden Schränke brauchen in diesem Spiel. Ich weiß nicht, wo ich das alles hinpacken soll. Ehrlich nicht. So, das könnten wir eventuell zu Tools machen. Klamotten, Klamotten. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo wir das hinmachen sollen. Die kann mal noch damit bei. Das hier sind Waffenteile, ne? Da haben wir auch noch eine Mod. Ich mach die Waffenteile mal hier mit rein. Schießpulver kann da mit rein. Und hier den Kram. Den schmeiße ich jetzt hier mit rein. Ich weiß es nicht. Da haben wir sowieso schon Clay. So. Hauptsache, wir kriegen das Ding irgendwie mal leer. Best Armor. Der ist leer. Ach du Scheiße. Oh nee. Ja, ja. Ja, ja. Sag nix. Sag bloß nix. So. Ich versuch mal hier Ordnung reinzubringen. So, sieht doch schon mal einigermaßen vernünftig aus. Gut. Ach, da ist noch eine Hose. Stecken auch nicht. Hm. Was ist denn das hier? Tomatensoße. Die kann man in die Küche, falls da noch irgendwo Platz ist. Haben wir aber nicht. Hm.
eine Seeker Claw. Kann ich diese Weste anziehen? Die haben wir schon an. Handschuhe haben wir keine an. Warte mal. So, dann können wir die da reinmachen. Dann haben wir da noch die High Quality Rap-Geschichte. So, Munition war doch irgendwo hier. Noch mal da rein. Ja. Keine Ahnung, Leute. Absolut keine Ahnung. Steckt hier irgendwie noch was? Hier. Splittergranate, eine normale Handgranate und ein Aiming Laser. Na gut, pass auf. Das da, ich weiß gerade nicht, wo ich hinpacken soll, deswegen schmeißen wir die Handgranaten einfach mal auf den Boden. Da können wir dann heute Nacht drüber stolpern. Ein Brokkoli. Den doch gerade aufgehoben. War der schlecht? Vermutlich, ne? Die hier, die trinke ich jetzt einfach. Oder esse sie. Dann ist sie weg. Was anderes fällt mir gerade nicht ein. Es ist einfach viel zu viel Stuff, was wir hier haben. So. Ach, du heiliger Bimbam, ey. Du kriegst die Tür nicht zu, ey. Ja, ne? So, das passt da schon mal drauf. Die passen einigermaßen noch hier rein. Hat er die jetzt gedroppt? Die hat er gedroppt. Warum auch immer. Die stecken nicht höher. So, was haben wir denn hier? Kaliber 45 Patrone. Schmeißer Zeug jetzt hier rein, dass ich, obwohl, warte mal, das kann auch hier rein. Nee. Ich glaube, das war hier, ne? Was ist denn das hier eigentlich? Hose. Irgendwie ein, was ist das, ein Seil oder was? Oder ein Kabel. Ich mache es mal hier mit bei, weil ich gerade nicht weiß, wohin damit. Und da ist sowieso noch nichts drin, dann machen wir den Rest jetzt hier rein. Den Zucker könnten wir eventuell noch in die Küche kriegen. Ne, der wird nicht stacken. Ist noch ein Zucker übrig. So, okay.
Gut. So, jetzt ist die Karre leer. Endlich. Unsere Axt hat noch 50%. Das heißt, wir sind jetzt endlich so weit, dass wir sagen können, wir gehen Holz besorgen. 23 Liter haben wir noch. Na dann. Wenigstens das funktioniert. Achso, die Karte geht ja nicht, wenn man hier drin ist. Ich würde einfach mal... Komm, wir fahren mal da hoch. Kommen denn die Betonplatten hier? Waren die vorher auch schon da? Oder gab es wieder ein Map-Update? Ich würde gerne mal hier was gucken fahren. Weil hier geht doch auch so eine Straße hoch, oder nicht? Hier geht eine Straße hoch. So, die hatte ich doch letztens, hatte ich die schon gesehen. Da hatte ich schon gesagt, lass uns mal da hochfahren. Och, da ist ein Banditenlager. Okay, interessant. Okay. Eins, zwei, drei. Drei Stück. Kommt das hin? So, der hat es gesehen. Speichern wir noch schnell. Oh, das war ein scheiß Safe Game. Die haben Schnellfeuergewehre, das ist ja ätzend. Okay, versteck dich ruhig da, das ist eine gute Idee. Shit, hat keine Munition drin. Aua. Und wo schießt er denn? Ach da. Irgendwo muss noch einer sein. Ich weiß nur nicht wo. So. Nur ein toter Bandit ist ein guter Bandit. Sehr gut. So, er hat wieder ein Ostfriesen-Nerz. Salz, das ist wichtig. Jeder Bandit sollte mindestens ein Päckchen Salz dabei haben. Und eine Beefcan. So, warte. Handschuhe. Vier Bleistifte. Den hatten wir schon. Den hier haben wir noch nicht, ne? Boots. Weil die nehme ich mit. Der hat mal Munition dabei. Na endlich. Und eine Bandage. So.
das hat auch gut funktioniert. Hier, dann machen wir mal diesen. Schade, dass keiner mehr eine Waffe hat fallen lassen, ne? Und ich blöd, man hab keinen Kanister mit. Ah, oh, scheiße, jetzt hätte ich mal können Benzin holen. Hab ich verpeilt. Da liegt noch ein Rad. Clay. Okay. Da ist eine Munitionskiste. Okay. Ja, pass auf. Da fackeln wir nicht lange. Die nehmen wir direkt am Stück mit. So, sieht doch gut aus. Sehr schön. So, dann ist das hier eventuell die Mine oder was? Kann das sein? Ich schau mal gerade hier. Oh ja. Eine Broken Machine Gun. Parts for Vehicle Customization. Kann man die auch hier runterziehen? Ne, das geht nicht. Okay. Kann man denn fahren? Oh, eine Cola. Kann man den hier fahren? Na, sehr schön. So. Ich gehe mal gerade leer machen. Was können wir noch mitnehmen? Fahren wir mal ein Stückchen näher hier mit dem Auto. Dass hier ein Banditenlager ist, wusste ich gar nicht. Ich dachte, hier wäre irgendwas völlig anderes. So. Okay, dann fangen wir mal hier bei unserem Koffer an. Weg, weg, weg. Den können wir eigentlich essen. So ein leckerer Apfel zwischendurch. Das ist immer gut. So. Das kommt auch da rein. Dann machen wir hier den Koffer auf. Was ist denn das hier? Rifle Ammo. So. Trinken wir noch was. Okay. Oh. Ja, sehr gut. Zwei Slots mehr im Inventar. Da liegt noch Clay. Cool. Sehr schön. Na, das hat sich doch jetzt schon auf jeden Fall gelohnt. Clay. Warum liegt hier überall Clay rum? Und warum kann ich das Benzinfass hier mitnehmen? Und warum zeigt er eine Sichel an, wenn ich das bewegen will? Das ist irgendwie sehr spooky. Liegt überall Clay. Nicht hochklettern. Ja. Okay, da, das ist etwas schwierig. Was ist denn das hier? Desert Express. Schade, dass man die nicht öffnen kann, die Kisten. Ist doch bestimmt was Tolles drin. So, guck mal hier. Das sieht doch aus wie eine Mine. Ich weiß nicht, ob hier noch mehr Banditen sind. Da vorne ist ein Käfig. Aha.
Na komm mit. So. Stell sie gerade da ab. Dann packen wir sie nachher aufs Auto. Nochmal speichern, nur zur Sicherheit. Man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Oh. Da sitzt ein NPC drin. Okay. Und da ist ein Schloss, dessen Code ich jetzt nicht auswendig kenne. Eventuell ist das derselbe Code wie bei dem Schloss, wo wir den Hund befreit haben. Da bin ich mir aber echt ehrlich gesagt nicht sicher. Empty Metal Case. Ah, warte mal, hier steht der Code vielleicht drin. 3132. Okay. Den brechen wir mal noch auf. Oh, okay, cool. Das hat sich gelohnt. Ja, dann moven wir den mal raus. Und den hier auch. Den nehme ich dann mit. So. 3, 1, 3, 2. Hm. 3, 1, 3, 2. Sehr schön. Rescue. Dauert 5 Minuten. Jiyun, who are you? I'm here to help. Are you okay? Follow me. Okay. F. Carrie. Kommt die jetzt mit? Sie kommt tatsächlich mit. So. Jiyun, schnapp dir mal den roten Schrank. Ich nehme den anderen. Scheiße. Doch, da war es auch gerade. Ah! Da stand es gerade. Move. Shit. Warte, warte, warte. Bleib mal hier. Ich muss nochmal da hoch. So. Ach Gott, was macht der Hund denn jetzt schon wieder? Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Nimm den anderen Schrank und komm mit. La 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 la. Da 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 da. Ich hab noch keine Ahnung, wie wir das hier alles auf das Auto bekommen sollen. Aber es scheint zu halten. Wo ist er denn jetzt? Wo ist die Olefantflasche? Hallo? Ah, sie braucht ein bisschen länger. Sie hat ja den Arm gebrochen, deswegen kann sie nicht so gut gehen. So. Komm, du olle Schachtel.
So. Sieht gut aus. So würde ich auch umziehen. Definitiv. Wo ist die denn jetzt? Jetzt steht die da rum. Oh. Ja, ich bin der Retter in der Not. Na komm. Komm her, Schätzelein. So, kann ich die jetzt ins Auto setzen? Die kann ja ruhig hier... Keine Ahnung. Was mache ich denn jetzt mit der? Follow me. Okay. Sie sagt okay. Ach, die sitzt jetzt mit im Auto. Ja, perfekt. So, warte mal. Ich fahre mal gerade ein Stück. Nein! So ein Shit. Aber der andere Schrank hält. Okay, wir lassen die Kisten da schweben. Wir lassen die Kisten da schweben. Fahren gerade nach Hause. Und dann gehen wir die Kisten holen. So, schön hinten rumgeflogen. Halt. So. Na komm. Move. Move dich da weg. So. Warte, warte, warte. So, das kann mal da runter. Und ich würde sagen, den grauen Schrank hier, den nehmen wir auch mal runter. So, jetzt haben wir einen NPC hier, die Kollegin. Talk. I'm afraid that our food won't be enough. Status inventory. Sollte ich mal nicht so anstellen. Wir haben doch hier genug zu mampfen. So. Na ja, gut. Warte mal. Ne, Waffen waren hier, ne? Ne, da. So, hier. Eine Pistole. Und die Pistole braucht welche Munition? Rifle. 762. 9 mm, ne? Split half. So, ich leg mir die mal kurz hier auf die 4. Ich will nur mal gerade gucken. Ja, 29 Schuss. So. Dann kriegt sie eine Pistole. Sie kriegt 29 Schuss.
Melee Weapon und ein Rifle. Oh, hier hast du ein Gewehr. Eine Melee Weapon. Ein Baseballschläger. Will sie auch nicht. Kann die vielleicht nur... Oder braucht die ein Messer und ein anderes Gewehr? Könnte natürlich auch sein. Wir geben ihr mal hier so ein Messer. Wir nehmen mal noch die Machete mit. Single Shotgun. Vielleicht kommt es mit der klar. Das geht. Das würde auch gehen. Da kann die Machete nehmen. Und das Gewehr. So, okay, pass auf. Dann machen wir die oberen Sachen nochmal weg. Ich muss dann gucken, welche Munition in das Gewehr kommt. Das kann da rein. Das machen wir mal. So. 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 Ich glaube, da kommt die Rifle-Ammo rein, ne? Kommt da rein. So. Okay. Und Klamotten brauchst du auch noch, ne? So, gut. Dann kriegst du auch noch Klamotten. Halt, falscher Schrank. Du kriegst eine Weste, du kriegst Handschuhe, du kriegst eine Hose, kriegst so einen tollen Helm. Und weil du, damit dir nicht jeder auf die Möpse guckt, kriegst du auch noch hier so ein schickes Hemd. So. Nein, das war falsch. Das willst du auch nicht, okay. Die willst du auch nicht haben. Warum denn nicht? Das ist doch scheiße. Kann man die nicht einkleiden? Scheinbar nicht. Thank you for saving me. Not a big deal. I've had a lot of bad things and also do cruel things to people as well. Sometimes you have to do what needs to be done to survive. Hope I can trust you. Aber sicher doch. You can trust me. We'll see. So. Reed, how are you today? Status Inventory. Ja, gut. Wenn du die Klamotten nicht haben willst, dann lass es sein. Dann kannst du ja hier draußen stehen bleiben. Da stehst du ja gut. So. Die Weste da rein. Die Jeans. Den Helm. Das Hemd. Kann ich denn jetzt hier irgendwie... Open Shelter, guck mal. Ah, Teleport to Base. Ah, da ist sie. Jetzt ist sie hier. Wo kommt denn jetzt das Gewehr daher? Tja, keine Ahnung, warum das jetzt da auf dem Boden liegt. So. Die Kiste würde ich auch mal versuchen, da rauszuzerren. So, versuchen wir mal hier den Schrank hier reinzuzerren.
So. Und den Schrank auch. Ich glaube, den stelle ich einfach mal hier hinten hin. So. Sehr schön. Ich weiß noch nicht, was wir mit ihr machen. Das vollbusige NPC-Wunder. Aber, ja, schauen wir mal. Irgendwas, sie sieht ein bisschen mitgenommen aus, ne? So, ich meine, keine Ahnung. Sieht aus, als hätte sie mal mit dem LKW rumgeknutscht oder so. Ja, schauen wir mal, was die so alles hier machen kann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut, bis denn und tschüss.